Gebt uns bitte Trost, innere Aufrichtung und Erbauung und nennt uns auch gute Vorbilder. Wer war der beste Mensch der Welt diese Woche? Das finde ich diese Woche total einfach. Das ist definitiv Dirk Nowitzki, der hoffentlich. Man hätte noch bei schlechtester Institution der Woche sagen können, dass es keinen einzig deutschen Fernsehsender gibt, der die Playoffs-Finals der NBA überträgt. Das ist schon grotesk, aber bester Mensch der Woche wirklich Dirk Nowitzki. Ich finde, Kai Diekmann, der Chefredakteur der Bild-Zeitung, der hat es jetzt bis zum amerikanischen Präsidenten geschafft. Also, dass ich der Mann. Als Kai Diekmann, Kofferträger der Kanzlerin. Nee, das ist schon ein eloquenter, sehr patenter, ein kompetenter Mann, der sicher mal ein neues Buch in seiner Zeitung vorstellen wird. Wie heißt er? Das war die Kategorie schlechtester Mensch, ne? Ja. Kalle, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Ich glaube, Kai Diekmann hat ein Abo in der Kategorie. Also ich nehme Rapper Bushido. Ich finde, das ist der beste Mensch der Woche, weil er hat sich 3 Hunde zugelegt, weil er auf Menschen keinen Bock mehr hat. Und so. Man kann auch andere Menschen machen. Ich glaube, man muss ja nicht immer selbst sein. Ich hatte eigentlich vorhin die Hoffnung, wir würden sagen, 4 gewinnt, Nowitzki ist es. Also jetzt gewinnen nur 2. Ich finde Nowitzki schon eine Ausnahmeerscheinung. Ja, großartig. Ne? Und er soll jetzt auch gewinnen, bitte. Bitte. Ja, das wäre natürlich optimal. Ohne Zweifel ein großer Mann. So wie wir heute schon gewonnen haben. Freude und Erkenntnis von euch. Vielen herzlichen Dank für die facettenreiche, bunte und lustige Diskussion.